Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. So, dann lass uns mal kurz gucken, und zwar auf Journal. Wir haben noch... Die Leute werden langsam auf dich aufmerksam, wie sie spüren den unstillbaren Hunger in dir. Du willst alles? Nee, du willst alles, und wenn du es nicht bekommst, holst du es dir eben. Du bist eine Kriegerin, wie, und ein Krieger gehört in den Ring. Zeig ihnen, was du drauf hast. Hau diesen Trainingsbot die Bolzen aus der Birne und danach sehen wir weiter. Mission verfolgen. Jetzt zeig mir das mal auf der Karte an. Wo ist das hier? Das ist hier das neue, ne? Dogtown. Und das ist das alte. Genau. Und da werden wir jetzt hin. Wir werden dann jetzt mal dahin wandern. So, wo ist denn mein Moped? Da kommt es. Warum ist hier Stau? Warum fährt da vorne keiner? Hier ist voll der Stau. Wieso ist hier keine Polizei, die das regelt? Kann ja wohl nicht wahr sein, oder was? Naja. So, gut. Tüdeln wir dahin. Machen wir uns erstmal hier weiter an Werk hier. Wir haben noch... Ich will unbedingt diese DLC spielen, wa? Aber ich habe auch... Es gibt wohl ein Ende beim DLC und dann ist das Spiel auch Ende. Deswegen, ich möchte dieses Spiel mit dem DLC-Ende beenden. So, habe ich das jetzt gründlich ausgedrückt? Ja, wahrscheinlich. Und deswegen... Deswegen würde ich gerne noch so weit warten, dass wir dann noch das DLC dann spielen können und dann abschließen können. So. Mann. Fährt aber auch noch dagegen. Der lenkt einfach dann nicht. Meine Güte. Alles gut, ich lebe noch. Ich lebe noch. Wir sind ja gleich da, gucken wir mal. 650 Meter, 550, 500, 475, bla 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 bla. Von dem Trainingsbot. Ja, was ist das denn? Leute, bleibt mal. Wollt ihr Blut sehen? Ach. Seid ihr deshalb hier? Wie? Was für ein Zufall! In Deckung, Bewegung! Scheinst in deinem Element zu sein. Naja, ich mach gern Stimmung. Leg ne Show hin. Bin quasi Clown aus Leidenschaft. Mhm. Solltest dich besser von Kindergeburtstagen fernhalten. Da widerspreche ich nicht. Bist du mein Gegner? Also bist du mein Gegner? Kommt drauf an. Worauf? Ob du gern vermöbelt wirst. Wenn ja, dann raus mit der Kohle. Amüsieren wir uns. Sagst du mir, was die Granatennase soll? Was soll damit sein? Ist da, wo sie immer war. Okay, aber wenn jemand ordentlich draufhaut? Dumme Frage. Dann macht sie, was Granaten machen. Also, geh entsprechend vor. Alter! Na gut, warten bringt nichts. Ich glaube, ich lass mich vermöbeln, damit ich hier verliere. Oder?
Ich will den nicht hier. Wer bist du denn? Seid ihr zwei bereit? Ja. Mhm. Bereiter geht's nicht. Ich tanze wie so eine... Ich will wieder bessere Schläger gewinnen. Ah. 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 Oh, oh. Oh. Oh, nicht auf den Dings. Nein, nicht auf den Dings, nicht auf der Granate, Mann. Nein, nicht auf der Granate, Junge. Mensch, Mädchen. Oh, kritisch. Ich voll die Knie, Alter. Über beide Ohren. Hier ist dein Gewinn. Hast du dir verdient. Danke. Du bist ein echter Freak. Weißt du das, Usopp? Ach, und du bist Miss Normalo. Fass dir an deine eigene Nase. Hey, diese Granate wird irgendwann hochgehen. Ich habe das Teil gemieden, aber jemand anderes... Ich weiß, ich weiß. Wir müssen alle sterben. Bei meinem Tod gibt's dann ein Feuerwerk. Okay, alles klar. Ich habe nämlich damals, wo ich den ersten Durchgang gemacht habe, ihm immer auf die Fresse gehauen. Das war nicht so gut. Oh, Alter, voll die Karre. Sind Usopp sein? Das war nicht so gut. Das macht man lieber nicht. Glückwunsch zu deinem Sieg in Pacifica. Hab gehört, dass der Typ eine Granate statt an der Nase hatte. Mann, ich liebe Night City. So eine seltsame Scheiße erlebt man sonst nirgendwo. Jawohl, Alter. Jawohl. So, was ist da drüben los, ne? Was ist da los? Warte mal, ich mach mal erstmal. Achso, ich muss ja hier. Warte. So, Audioschock. Ah! Standort wird zurückverfolgt. Warum zum Teufel wird mein Standort zurückverfolgt? Das ist aber auch neu, kann das sein? Das hat doch vorher funktioniert. Ab. Doch. Der hat schon so eine offenen Augen gehabt hier, so eine Glubschis. Sind das hier für welche? Gut, haben wir. Der lebt. Ich hatte damals übelst schlechte Gewissen gehabt. War ein Speicher nicht möglich? Hä? Was ist denn jetzt los? Was hatten wir jetzt hier gesehen? So einen schlechten Witz habe ich noch nie gehört. Und ich habe einen Comic. Kann ich jetzt speichern? Jetzt. Du hast die Pointe nicht kapiert. Die Frau denkt, ihr Mann besorgt es ihr endlich mal richtig. Oh, bin hier im Feindgebiet.
Gut, okay, begib dich nach Japan Town. So, Journal. Widme dich anderen, sprich Mr. Fahren. Ja, okay, dann werden wir jetzt nach Japan Town fahren. Okay, 3 Kilometer. 3 Kilometer in diese Richtung. Wir werden, komplett machen. Also Komplettaufnahme. Tüdeln wir erstmal los. Egal wie. Alter, dieses Lesen vorhin da von dem Computer da. Was soll dieses Flackern, Junge, Alter? Das war so abartig. Junge, da kriegst du Kopfschmerzen. Schwindelig ist mir geworden. Mir ist noch nie schwindelig von Games geworden. Also, beim besten. Und wieso ist immer der Erste. Wieso ist immer der erste Hack? Wieso wird zurückverfolgt? Dann brauche ich doch diese Scheiße ja nicht mehr. Ich habe doch diese ganze Skillung drinne. Dass man das alles in Reihe darin hauen kann. Wie kann das passieren? Wie kann das sein, dass zurückverfolgt werden kann? Wie geht das? Das war vor einem Update nicht gewesen. Und das war doch über einen Audioshock gewesen. Versteht nicht. Vor allem kann ja nicht alle irgendwie, wisst ihr, du müsstest ja alle umbringen im Areal. Du wirst ja immer gesehen, immer. Ich meine, ich bin jetzt hier nicht eher derjenige, der hier auf Stealth-Modus geht oder sonst irgendwas, aber ich möchte gerne in diesem Stealth-Modus hier unterwegs sein. Ich meine, nicht ohne Grund haben wir hier Katana noch ausgebildet. Aber das soll wirklich nur im Notfall sein und nicht, wenn die hier mir irgendeine Scheiße hier rinblubbern. Das haben wir damals, wo ich hier angefangen habe, nach dem Update, nach dem großen Update, war das ja auch gewesen, dass ich das nicht wusste. So, aber dann muss das gehen, dann muss das funktionieren. Das ist scheiße so. Weil, wie gesagt, dann brauche ich das, dann weiß ich nicht. Aufzug rufen. Naja, dann rufen wir den mal. So. Markt. Nachrichten. Hallo, hier sehen. Weißt du, es hält das aus? Wen interessiert's? Die Parade fängt gleich an. Ja. Hm. Das sieht wie? Ja toll. Gerade rechtzeitig. Hey, Goro. Wow, du siehst ja richtig gut aus. Ach ja? So fühle ich mich aber nicht. Ich habe einen eures Kopfburger probiert. Aha. Und wie war er? Lecker? Frag die Leute da unten. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch gerade Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind 3. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger. Du wirst klettern müssen. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng. Bye-bye, Diebin. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Also, warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen.
Der Plan ist richtig scheiße. Und trotzdem bin ich hier. Ich weiß. Dafür danke ich dir. Danke mir, wenn's vorbei ist. Jetzt geh auf Position. Also gut. Warte auf mein Zeichen. Pass auf dich auf, Guru. Okidoki. So. Wir müssen uns beeilen. Oh, das sieht ja geil aus. Bin in Position. Die Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Versteckt sich hier. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. So, dann werden wir mal ein bisschen flinke Füße machen. Das wird richtig scharf! Ein krasser Gegensatz zu den Massen der Konzerne. Ist er da irgendwo? Nee, ist er noch nicht. Warte mal, geht's hier nicht höher? Du solltest nicht mal hier sein. Ich will auch so ein Ding sehen. Ist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Oh, wir müssen erstmal Geld sammeln. Jetzt wird alles so wichtig. So, B. Warum ist denn das jetzt? Goro, ich habe den Näheren erledigt. Jetzt spring auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Ich kann's nicht. Alter, das ist doch ein Bug, ist doch das. Das ist doch ein Bug, oder? Junge, die sehen mich doch jetzt. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich muss doch die aus. Ey, ihr könnt mich alle kreuzweise. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Wie? Das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir beide zuhören können. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ey, das ist doch scheiße. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Der Typ, der dich gekillt hat? Typ, der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburu aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Verdammt. Und dort kannst du hochklettern. Verdammt. Tut mir leid. Nein, ich glaube nicht. Es ist Arasaka. Ah, ist scheiße, wenn das jetzt hier, wenn das hier verbuggt ist. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus.
Sicher, dass Takemura dir nicht ein Kind so obsiert. Ich wäre fast gestürzt. Sei vorsichtig. Du darfst nicht auffallen. Habe ich doch gesagt. Schweige. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Nein, wo willst du? Manometer, Alter, wohin denn? Ach, hier runter. So, wo ist der jetzt? Sind wir noch weiter unten? Hallo, wo bist du? Geh schon. Wie heißt es so schön? Ziel erledigt. Das wird. Von gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Standort wird. Ich finde das gerade ein bisschen mehr als beschissen. Ich weiß, wir haben. Das lief früher alles mal besser. Versucht, den Wartungsbereich zu erreichen. Und kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten.
Warte, soll ich warten? Die Rohre sehen stabil aus. Klettere daran hoch. Welche Rohre? Welche Rohre? Das ist ein bisschen matschig, Alter. Matschig. Macho, Macho Man. Oh, sie kennt. Baustelle. Da 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 da, Macho Man. Sich vor Konzerntruppen zu verstecken ist strafbar. Mach ich doch ja nicht. Oh, das ist hinten. Du bist der Brutzler von Wiesenhof und jetzt bist du kopflos. Cyber wäre bereit. Schütze auf der Fußgängerbrücke. Komme ich da hoch? Ach, hier. Das wäre erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt noch. Und zwar? Arasakas Netrunner. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. Lüge! Wir müssen erstmal hacken hier. Oh. Wo ist denn hier E9? Okay. Macho. Ah, der Teufel, jetzt zeigt ein Ohrwürmchen. Kennt ihr Ohrwürmchen? Was ist denn da hinten? Was ist denn hier oben? Habe ich hier Zeitprobleme oder sowas? Ich würde mich ja nicht umgucken. Aber können wir nicht. Oh. Foyer. Wieso fahren wir ihn runter? Man muss auch mal am schlimmsten mal innehalten. Scheiße, nicht gut.
Bist schon zu lange online. Zeit für eine Pause. Natürlich bist du hier! Ich hab dich gewarnt. Achte auf die Entfernung! Halt dich von der Klinge fern, sonst macht er Sashimi aus dir! Du lässt mir keine Wahl.